Einige Gesetze sind besser als andere, Mordler. Die Person, die vielen Leuten Leid bringt. Unsere Drogenbeauftragte Marlene Mordler, bitteschön. Ich bin so fest auf dem Boden, dass meine Botschaft schon früher bis heute war, du musst nicht jeder Entwicklung hinterherlaufen. Schnell rennt das kriminelle Element, wenn es die Marlene kennt. Sie sagt, dass sie nicht jedem Zeitgeist hinterherläuft. Ich sage, dass sie wie die meisten konservativen Politiker, jedenfalls was wir als konservativ bezeichnen, nicht verstehen kann, dass es auch Menschen gibt, die anders über unsere geliebte Prohibition denken. Das ist ja alles unqualifiziert. Ja, wenn sich die Leute im Ministerium da angucken, da werden die Haare grau. Wenn du das siehst, wie die da rumlaufen, wie sich da im Parlament da tummeln, das ist unfassbar. Wer guckt sich das denn noch an, da die ganze Debatte da? Marlene und Merkel mit eingeschlossen. Zwei Konservendosen. Ihr vertretet christliche Werte ohne jegliches Bewusstsein. Dringt mit Blech verschlossen. Nur Dumpfes aus und ein. Man wird als Bürger für dumm verkauft und als unmündig hingestellt. Aber wer ist denn in Wirklichkeit unmündig? Die Bevölkerung vielleicht zum Teil noch, ja. Aber das lässt sich ja ändern. Staatenlenker. Marlene, ich will mich hier nicht über dich auslassen. Du bist eine sehr, sehr warmherzige Frau. Nur leider zur falschen Zeit am falschen Ort. Was also tun? Wie wäre es mit folgendem Vorschlag? Du verlässt deinen Posten und viele andere auch und lässt dafür Leute hin, die Ahnung von ihrem Thema haben. Für dich könnte ich mir einen Posten in der Beratung sehr, sehr gut vorstellen. Denn du kannst sehr gut mit Menschen umgehen und das schätze ich an dir sehr. You have my heart and everything that combines it. Du erinnerst mich immer an, wie hieß sie noch, Dolores Umbridge. Wir werden bestimmt alle bald wirklich gute Freunde sein. Ja, garantiert. Für das Ministerium für Magie ist ohne Frage die richtige Erziehung junger Hexen und Zauberer ein Thema von zentraler Bedeutung. Auch wenn jeder Schulleiter dieser historischen Institution etwas Neues hinzugefügt hat, so ist doch Fortschritt allein um des Fortschritts willen auf keinen Fall zu unterstützen. Lasst uns bewahren, was unbedingt bewahrt sein will, perfektionieren, was uns gelingt zu perfektionieren und Gepflogenheiten ablegen, die schleunigst verboten gehören. Danke, Professor Umbridge. Das war wirklich höchst aufschlussreich. Aufschlussreich? Ein Haufen Geschwafel. Was hat das zu bedeuten? Was? Sie dachten immer, Filme wären nicht echt? Da haben Sie sich leider getäuscht, Gentlemen. Im Ernst, Sie wissen doch auch, tief in Ihrem Innern, dass Sie es verdient haben, bestraft zu werden. Stimmt's, Mr. Potter? Ihr müsst euch den Film mal breit angucken. Da werden euch einige Lichter aufgehen. Vor allem in eurem eigenen Sozialverhalten und derlei Dinge. Oder wie die Muggel sagen, die Wahrheit wird siegen. Wir, Deutschland und 183 Nationen haben diese Konventionen 61, 71 und 88 unterschrieben. Sie wollen nun, dass wir aus diesen Einheitsabkommen austreten. Sicherlich in der Opposition kann man alles fordern, aber unsere Regierung trägt Verantwortung. Ich habe mich schon oft aufgeregt, aber heute ist ganz besonders. Denn heute ist der Tag, wo ich jetzt zum ersten Mal gemerkt habe, dass da was nicht in Ordnung ist. Dass das alles die blöde Sache von dem scheiß Machelski, der Politiker, der Mordler. Mordler, das ist es. Das ist das kriminelle Element. Die hatte doch nicht richtig drauf. Die macht doch die ganze Angst und Einstiegsdroge und hin und her, das ist alles Quatsch. Einstiegsdroge ist der Einstieg in das Leben. Der Rest interessiert doch keine Sau. Oder was? Was redet der da bloß, Snape?
Keine Ahnung.